Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Stefanie von Ist Grün. Ich wollte mich doch nochmal gemeldet haben. Ich habe gestern mein Video hochgeladen, die Spitzwegrichting-Tour. Und dann ist, finde ich, der Part zu kurz gekommen. Ich wollte nochmal zeigen, wie ein Spitzwegrich aussieht, damit du auch wirklich, wenn du nach draußen gehst, ihn sammelst, damit du ihn erkennst und damit du auch wirklich sicher bist, dass er das ist. Und ich zeige ihn dir jetzt. Der Spitzwegrich, das kommt aus dem Althochdeutschen und heißt Vega, der Weg, und Ri, der König. Ja, er ist der König der Wege. Schau mal, er hat so ganz, ganz lange, spitze Blätter und eine sehr ausgeprägte Blattnerven von hinten auf der Rückseite. Ich hoffe, das siehst du richtig. Das ist ein gutes Erkennungsmerkmal. Und diese langen, lanzenartigen Blätter, die stehen ja in der Mitte von der Rosette, sind die angeordnet, so rund. Und wenn du erntest, solltest du wirklich auch immer in der Mitte nehmen. Das sind dann die frischen, jungen Blätter und sammelt tatsächlich nur die wirklich sauberen, tollen Triebe und nicht die, die schon kaputt sind oder Verschmutzung haben. Spitzwegerich ist total stark für die Wundheilung und bei ganz starken Husten. Man sagt auch, er ist so eine Erste-Hilfe-Pflanze bei Insektenstichen, bei Schnittwunden, bei Schürfwunden und auch wenn du so Brennnesselquaddeln hast, da kann dir der Spitzwegerich wirklich helfen. Bei Ziergängen oder bei Wanderungen Blasen an den Füßen hast, dann leg einfach ein Spitzwegerichblatt oder ein Breitwegerichblatt in den Schuh, am besten genau auf die Haut zwischen Socken und Haut, und es schützt, es desinfiziert und es kühlt, es hilft, heiße Füße zu vermeiden. Im Wegerich ist Aukubin enthalten, das ist entzündungshemmend, das ist desinfizierend. Du pflückst dir zwei von den Blättern des Spitzwegerich und machst einen Knoten da rein. So. Und dieses Knäuel, was jetzt gar nicht so richtig klappen will, schau mal, das ist immer so, ne, wenn man es zeigt. Und dieses Knäuel, das nimmst du jetzt zwischen die Handflächen und reibst das ganz, 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 ganz doll. Und dann merkst du schon, nach und nach und nach. Jetzt hört man es auch schon. Das wird jetzt so richtig, siehst du diese Feuchtigkeit, die da rauskommt? Der Pflanzensaft, das ist der Saft, den du genau, den du benötigst, und den schmierst du dir jetzt tatsächlich auf die Wunde, auf die Schürfwunde, auf den Mückenstich. Das ist das Aukubin da drin, was dir hilft und was ja entzündungshemmend ist, desinfizierend wirkt und kühlend wirkt. Schau mal, dann nochmal ein riesig großes Exemplar von dem, was ich nicht gesucht habe. Sani Bonani. Ich verlinke dir auf jeden Fall das Video zur Herstellung meiner Mückentinktur. Und beim nächsten Mal verrate ich dir noch viel, viel mehr, was du mit dem Spitzwegerich so alles machen kannst. Der hat wahnsinnig viele tolle Anwendungsmöglichkeiten. Schau mal, was ich noch so zwischendurch gefunden habe beim Spazierengehen. Erzähle ich dir beim nächsten Mal oder in einem anderen Video. Aber du siehst, die Natur ist toll und hier wächst und gedeiht so viel. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ich zeige dir gleich noch mal so ein bisschen was von dem Breitwegerich. Einfach nur, damit du den Unterschied siehst zwischen dem Spitzen- und dem Breitenwegerich. Ein wunderschönes Exemplar eines Breitwegerichs. Und noch eins und noch eins. Und wie du siehst, überall der Breitwegerich. Und dem Breitenwegerich, wobei die Inhaltsstoffe und auch die Wirkungen wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Ich sage dir jetzt ganz liebe Grüße, sende ich dir. Ich wünsche dir einfach ein schönes Wochenende oder je nachdem, welcher Tag gerade bei dir ist. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Und ja, du weißt schon, wenn du Lust hast, keins meiner Videos, oh, Vorsicht, zu verpassen, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.